Das ist meine Chance, die Festung anzugreifen. Das muss der Befehlshaber sein. Deine Augen an die Vögel. Die Soldaten des Kults werden die Einwohner nicht mehr belästigen. Hast du sie gefunden? Sind alle wohlauf? Hast du unsere Leute getroffen? Sie sind auch noch nicht zurückgekehrt. Wir sind da! Neleus! Sie fanden uns kurz vor den Soldaten des Kults. Sie hätten uns fast getötet. Es war richtig, die Besatzung zu schicken, um nach ihnen zu sehen. Andernfalls wären sie jetzt tot. Ich hätte es wohl kaum getan, wenn du nicht gesagt hättest, ich solle nachsichtiger mit Neleus sein. Ich dachte, ich schicke ihm lieber Hilfe, als ihm nur meine strenge Hand zu geben. Ich habe gern geholfen. Trink das. Danach geht es dir besser. Und was ist mit den anderen Einwohnern? Den Einwohnern geht es gut. Ich habe sie heimgeschickt und den Kult allein aus seiner Festung vertrieben. Du erstaunst mich immer wieder, Alexios. Du hast nicht nur meinen Neffen, sondern ganz Lemnos und Thassos vor den Soldaten des Kults gerettet. Komm, Neleus, ich habe dir noch viele Geschichten zu erzählen. Jetzt sind wir ganz allein, Söldner. Nach so einem Abenteuer wirst du dich sicher noch etwas Entspannung sehen. Ich fürchte, es gibt noch zu viel zu tun. Zu viele Feinde. Für Entspannung bleibt keine Zeit. Das ist bedauerlich. Ich dachte... Vergiss, was ich dachte. Ich verstehe schon. Leb wohl, Adlermann. Leb wohl, Mikros. Und viel Glück.
Die Nachricht sprach von einem geheimen Raum in der Festung auf Lemnos. Also sollte ich dahin aufbrechen. Vielleicht, wenn ich hier drücke. Ich habe nicht... Jemand betrieb viel Aufwand, das sie zu verstecken.
Krieger! Willkommen in Pefki, der Heimat des Minotauros und unserer weltberühmten Minotauros-Chitone. Chitone! Minotauros-Chitone! Eine Größe für alle! Ich verstehe nicht, wie eine Größe allen passen soll. Mein Name ist Arsenios. Wenn du wissen willst, wie du den Minotauros besiegen und zum bekanntesten Krieger der griechischen Welt werden kannst, ist diese Führung das Richtige. Du verkaufst es gut, Kind. Dann mach deine Führung. Hast du keine Angst, dass dir jemand deine weltberühmten Minotauros-Chitone stiehlt? Wer denn? Die sind für Minotauren. Wie du an den Statuen sehen kannst, ist der Minotauros ein furchtbarer Gegner. Also denk an diesen explosiven Tipp. Er hasst es, erstochen zu werden. Mit scharfen Gegenständen. Es heißt, das sei seine einzige Schwäche. Sieh, eine lebensgroße Nachbildung des Minotauros. Die tatsächliche Größe kann abweichen. Wo ist der Rest von ihm? Auf dem Hügel. Er entglitt den Arbeitern, als sie ihn aufstellen wollten. Zwei von ihnen starben. Sauber aufgeschlitzt von den Hörnern. Naja, nicht sauber. Klingt, als wären sogar Minotauros Statuen tödlich. Oh, die sind die tödlichsten. Man sagt sogar, Theseus sei von einer Minotauros-Statue getötet worden. Ich kenne viele Geschichten über den Minotauros. In den meisten klingt Theseus viel heroischer. Tja, Sparta ist nicht für seine gute Bildung bekannt, nicht wahr? Als nächstes behauptest du, die Medusa wäre echt? War sie. Ich habe sie getötet. Sie ist ein mythisches Wesen. Wie, der Kyklop. Kyklopen gibt es auch. Ich habe ein paar... Setzen wir einfach den Rundgang fort. Hey, in Pefki ist der Held König. Hier entlang. Vorsicht, dieser Stein ist in Wahrheit Minotauros-Dom. Er muss hier gewesen sein. Wir müssen ihn wohl verpasst haben. Minotauros-Leisestein.
noch ein nützlicher Tipp, den du bei keiner anderen Führung bekommst. Nur wenige wissen. Des Taurus ist ein Morgenmuffel. Glaub mir, ich kenne meinen Minotaurus. Ich bin seit 27 Jahren im Geschäft. Und ganz im Vertrauen. Ich hoffe, dass mein Sohn Arsenios Junior eines Tages übernimmt. Guter Jupp. Krieger aus der ganzen Ägäis kommen nach Pefki, um gegen den Minotaurus zu kämpfen. Sie hoffen auf seinen Kopf als Trophäe. Bisher hat er sie alle besiegt. Aber ein frisch gepresstes Minotaurus-Huf-Elixier wird dir den Pep verleihen, den du brauchst, um zu triumphieren. Woher stammt dieses Minotaurus-Huf-Elixier eigentlich? Vom Huf des Minotaurus natürlich. Deshalb heißt es doch so. Aha. Und was macht dieses Elixier, außer mir Pep zu verleihen? Kommt drauf an. Was plagt dich? Halsschmerzen, schlecht heilende Wunden, Juckreiz an unaussprechlichen Stellen. Lindert es auch das Bedauern über langweilige Führungen? Ja. Und lass mich raten, du hast etwas davon dabei, das ich kaufen kann. Wie Pater immer sagte, verlasse nie das Haus ohne den gemahlenen Huf eines mythischen Wesens. Man weiß ja nie, wann man mal Minotaurus Huf-Elixier braucht. Eine gute Investition, mein verantwortungsvoller Freund. Danke. Jetzt komm, es gibt noch so viel zu sehen. Ich sage nicht, dass ich für die Zerstörung der Minotaurus-Statue verantwortlich bin. Aber ich sage auch nicht, dass ich es nicht bin. Und damit endet die Führung. Was, das war die Führung? Ich habe nichts über den Minotaurus erfahren. Meine Kunden sind immer zufrieden. Bezahl bei meinen Partnern auf dem Weg nach draußen und genieße deinen restlichen Aufenthalt in Pefki. Du bekommst nicht eine Drachme von mir. Nein, nicht eine. Ich bekomme sie alle. Pack ihn! Gut, Krieger. Du hast den Überfalltest bestanden. Das schafft nicht jeder. Du hast dir einen extra Rabatt auf unsere weltberühmten Minotaurus-Chitone verdient. Oder, weißt du was? Heute hast du mir etwas gezeigt zum Thema Freundschaft. Und dafür werde ich dich bezahlen. Hier, ein paar Drachmen für eine sehr lehrreiche Führung. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Eine Sache noch. Ich suche nach jemandem namens Melite. Ein Mann mit Einfluss und einer Vorliebe für Masken. Ich habe noch nie von ihm gehört. Aber ein Mann in der Stadt, Leandros, kennt einfach jeden. Ich wette, er kann dir helfen. Leandros, vielleicht sollte ich es bei ihm versuchen. Hey!
Ja. Wie lebt es sich so als Söldner? Ach, könnte schlimmer sein. Von euch fürchtet sich. Wer ist schwach oder ängstlich? Wer von euch ist stark? Dann beweist euch. Kommt und messt euch mit ihm, dem Blut von den Hufentropfen.